Ich begrüße euch ganz herzlich zur 5. Ausgabe der Maker Show und das sind die heutigen Themen. Cyberpunk trifft RPG Maker. Wie schlägt sich alter Eiler Genesis im Test? Ausblick, was wünscht ihr euch für die Zukunft? A Bird Story, ein emotionales Erlebnis? Review. Cyberpunk mit dem RPG Maker. In alter Eiler Genesis spielt man den jungen Mann Liam, der ohne Erinnerungen an seine Vergangenheit im Stinks aufwacht, einem Gefängnis für Schwerverbrecher. Alsbald muss er lernen, dass man nur überleben kann, indem man gegen andere Gefangene kämpft. Und dann gibt es da auch noch die Sphere, eine Einrichtung, in der die Gefangenen in Teams aus je 3 Leuten gegeneinander antreten, um sich Geld zu erspielen für Nahrung und die Gunst des Gefängnisleiters zu erlangen. So trifft Leon schon alsbald auf die beiden Insassen, Scott und Violet, die ihm im Kampf beistehen, damit sie eine vertrauenswürdige Person für die Sphere an ihrer Seite haben. Denn ohne 3 Teilnehmer wird zufällig ein anderer Teilnehmer der Gruppe zugeordnet. Insbesondere Scott scheint ein erfahrener Kämpfer zu sein, der die Regeln des Stinks gut kennt und sich unbedingt seine Freiheit erkämpfen möchte. Die Charaktere wirken stets sehr interessant und entfalten sich im Laufe der Geschichte ebenfalls recht gut. Im Allgemeinen bietet alte Eiler Genesis eine gute Charakterentwicklung und eine ungewöhnliche Story, die einen hohen Spannungsbogen entfalten kann. Teilweise ist es jedoch ein wenig schwierig, dem roten Faden zu folgen, aufgrund der vernachlässigten Hilfestellung. Mit Ausnahme eines Hinweises, wo es als nächstes hingeht, muss man sich nämlich selbst zurechtfinden. Und da kommt das Map-Design zu tragen, das zugleich Stärke als auch Schwäche des Spiels ist. Das ganze Spiel spielt sich in der Seitenperspektive ab, sodass es sich gar nicht stark nach einem RPG-Maker-Spiel anfühlt. Die Perspektive spielt vor allem in der Sphere ihre Stärken aus, da man ebenso frei klettern und springen kann, wodurch sich viele Rätsel lösen lassen. In anderen Gebieten hingegen ist die Perspektive teilweise leider sehr verwirrend, da man mit den Pfeiltasten nach oben und unten jeweils an bestimmten Punkten die Ebene wechseln kann und sich oftmals ungewollt im Kreis bewegt, gerade da jedes Gebiet nur über einen Punkt verfügt, um es zu verlassen. Davon abgesehen gibt es auf technischer Ebene jedoch keine großen Schwächen. Im Gegenteil, alter Eiler Genesis schafft es, die Standards des Makers so mit eigener Technik zu kombinieren, dass es sich sehr geschmeidig spielt und man in Sachen Komfort keinen Rückschritt macht. Insbesondere hervorzuheben ist hierbei das Kampfsystem, das zwar tatsächlich das Standardkampfsystem des RPG Maker 2003 ist, dafür aber mit zahlreichen liebevollen Animationen und taktischen Feinheiten sehr stark aufpoliert wurde. So muss man sich Elementarschwächen zunutze machen und modifiziert seine Waffen durch entsprechende Slots im Menü mit diesen Eigenschaften, um gegen bestimmte Gegnertypen besonders effizient vorgehen zu können. Es gibt aber auch ganz besondere Momente, so fliegt zum Beispiel bei einem Endgegnerkampf durch dessen Explosion zum Ende des Kampfes ein Bauteil auf ein Gruppenmitglied, welches das Mitglied schwer verletzt. Diese Kreativität macht alte Eiler Genesis definitiv im Kern aus. Auch auf grafischer Ebene gibt es wenig zu kritisieren. So stechen vor allem die bebilderten und selbstgezeichneten Zwischensequenzen ins Auge, die bei wichtigen Sequenzen zum Einsatz kommen und die Story fortführen. Erfahrene Spieler können bei alte Eiler Genesis mit mindestens 10 Stunden Spielzeit rechnen. Allerdings ist der Schwierigkeitsgrad des Spiels stellenweise enorm hoch, sodass man gerade in den Bosskämpfen selten eine Verschnaufpause einlegen kann. Jedoch gibt es auch hier Hilfe, indem man den sogenannten Casual Mode einschaltet und sich das Spiel somit einfacher macht. Abschließend kann man alter Eiler Genesis bedingungslos denjenigen ans Herz legen, die auf spannende Kämpfe in einer Cyberpunk-Welt aus sind. Für Entwickler sind insbesondere die technischen Aspekte des Spiels interessant, die eine gute Inspiration liefern können. Insbesondere Leute, die schwere Spiele bevorzugen, sollten einen Blick riskieren. Den Link findet ihr wie immer in der Beschreibung. Heute gibt es noch einen kurzen Ausblick und zwar seid ihr mal gefragt, was ihr euch denn konkret so für die Maker-Show wünscht, denn bisher ist zwar einiges an Kritik eingegangen, jedoch jetzt keine besonderen Wünsche und so weiter, denn stellenweise tut man sich dann doch etwas schwer. Ich kann natürlich regelmäßig irgendwas reviewen und so, das ist natürlich das geringste Problem. Aber wie sieht es denn zum Beispiel aus mit bestimmten Tutorial-Wünschen und so? Das lässt sich ja im Prinzip alles recht problemlos umsetzen, solange man eben den entsprechenden Input bekommt.
Das war jetzt immer so das Problem. Am Anfang hat man natürlich klar genug Informationen, aber ihr wisst das vielleicht selbst, im RPG-Maker-Bereich gibt es eben meist nicht die großartigen News. Es ist selten mal wirklich ein Highlight dabei, so dass das vergleichbar ist mit dem, was man so an Game-News bringen kann. Das ist eben etwas schwieriger. Und dementsprechend seid ihr wirklich mal gefragt, weil man bekommt leider relativ wenig zurück, was das schade ist. Mal abgesehen von der Kritik, das finde ich sehr schön, darauf wurde ja soweit auch eingegangen. Ich hoffe, ihr seid auch soweit zufrieden. Natürlich auch hier kann man nach wie vor noch Kritik äußern, ist überhaupt kein Problem. Ich wollte hier nur mal einen Einschub machen hier in dieser Maker-Show, weil es wirklich wichtig ist, meiner Meinung nach, dass ihr euch auch ein bisschen beteiligt, damit das Ganze ein bisschen interaktiver ist. Das ist ja auch mehr oder weniger als Community-Projekt zu verstehen, dass sich jeder ein bisschen unterstützt und klar, man kann dann Vorschläge machen und dann kommt es sicherlich auch in irgendeiner Folge. Also da bin ich wirklich völlig offen und wir engagieren uns da auch, das entsprechend umzusetzen. Das nur mal hier an dieser Stelle, weil es mir wirklich sehr wichtig war. Denn ihr seht es ja selbst jetzt, für diese Folge haben wir im Prinzip zwei Reviews. Das ist natürlich auch recht einfach umzusetzen, ist vergleichsweise jetzt. Aber natürlich, wenn ihr irgendeinen Tutorial-Wunsch habt oder so, dann bitte raus damit. Das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig. Also sprich irgendwie zum Beispiel ein bestimmtes Pixel-Tutorial oder ihr wollt wissen, wie ein bestimmtes Tool funktioniert oder so. Oder habt noch eine Audiofrage oder so. Das alles wäre ja theoretisch auf jeden Fall drin. Und man könnte natürlich auch eine Serie starten. Das wäre auch kein Problem, also eine Tutorial-Reihe abzuklappern. Einfach, dass man ein bisschen Variation drin hat. Ansonsten natürlich nochmal kurz hier an dieser Stelle auch als Frage, wie euch bisher das Programm so gefällt. Ob euch die Variation gut gefällt oder ob ihr mehr so Themenblöcke wollt wie jetzt, dass zum Beispiel zwei Reviews drinnen sind. Einmal war dann nämlich mal der Vorschlag, dass man eben relativ viele Reviews nur bringt. Aber das ist natürlich die Frage an euch, denn es soll ja sowohl, sag ich mal, Leute ansprechen, die gerne Maker-Spiele spielen, aber natürlich auch diejenigen, die Maker-Spiele entwickeln. Und von daher ist es natürlich vielleicht auch etwas schade, wenn man jetzt hier etwas mehr Richtung Reviews geht. Ihr seid auf jeden Fall so gesehen eingeladen, auch mal ein bisschen was dazulassen. Ich habe auch gesehen, gut, das war jetzt gerade bei der ersten Folge natürlich, so ein paar Daumen runter, was natürlich selbstverständlich ist. Die erste Folge war auch offen gesagt nicht die beste, ganz klar. Ist ja auch logisch irgendwo. Ja, auf jeden Fall bin ich immer froher, wenn man auch die Kritik direkt dann äußert oder so. Natürlich im Forum oder eben in den Kommentaren ist überhaupt kein Problem. Im Forum wurde das sehr schön umgesetzt soweit. Da bin ich wirklich begeistert, sage ich mal, was da alles in Resonanz zurückkam. Das ist wirklich cool. Aber ich sag mal so, ich denke mal, dass nicht jeder von den Zuschauern jetzt nur im Atelier unterwegs ist. Von daher wäre es auch ganz schön, wenn ihr euch einfach mal ein bisschen äußern würdet. Von daher, ja, das war es soweit mit diesem kurzen Ausblick. Ansonsten kommt jetzt noch das Review zu einem top aktuellen Titel. Jo, das war's soweit. Schaut's euch an und genießt's. Bis bald. Review. Können Rollenspiele ganz ohne Dialoge auskommen und dabei noch gut sein? Diese Frage werden sich viele Spieler sicherlich spätestens seit der gestrigen Release des Titels A Bird Story gedacht haben. A Bird Story ist von Kan Gao entwickelt worden, dem Kopf hinter To The Moon, das seinerzeit für Schlagzeilen sorgte und bis heute zu den bekanntesten RPG-Maker-Spielen zählt. In A Bird Story spielt man einen ganz gewöhnlichen Jungen, der zur Schule geht und das macht, was Kinder typischerweise so machen. Hierbei fällt relativ früh auf, dass der junge Schüler sehr fantasiebegabt ist und davon träumt, eines Tages zu fliegen. Immer wieder baut er Papierflieger und zeichnet seinen Traum auf. In den spielbaren Passagen findet oftmals eine starke Vermischung von realen Ereignissen und der Fantasie des Protagonisten statt, sodass viele Szenen sehr schnell merkwürdig erscheinen und viele Fragen aufkommen lassen. Bei der Spielbarkeit lässt sich allerdings ein meiner Meinung nach großes Problem feststellen und dies lässt sich weniger auf die Technik schieben. Im Prinzip ist es schwierig, A Bird Story überhaupt als Spiel zu klassifizieren. So gibt es zwar Interaktion, diese lässt im Laufe des Spiels jedoch stark nach und ist bereits von Anfang an kaum vorhanden, sodass man eher das Gefühl hat, einen Kurzfilm zu sehen. Es gibt Passagen, in denen man 20 Minuten als Spieler nichts tun muss und das wohlgemerkt bei einer Gesamtspielzeit von circa einer Stunde. Vermutlich ist dies aber eher die Intention des Autors, nämlich eine kurze, mitreißende Geschichte zu erzählen, die ohne Dialog auskommt. Und tatsächlich, die Handlung des Spiels lässt sich stets gut nachvollziehen und man kann sich gut in den Protagonisten hineinfühlen,
obwohl man dessen wahre Gedanken aufgrund fehlenden Textes nicht kennt. Wie das realisiert wurde? Im Gegensatz zu To the Moon, wo Animationen eher rar gesät waren, wurde nun nahezu jede Aktion des Protagonisten liebevoll animiert und dessen Gesicht gibt ebenso Aufschluss über sein Wohlbefinden oder andere Gedanken. Hierbei wurde sich sehr viel Mühe gegeben, das typische Verhalten eines Kindes darzustellen. Ständig wird der Neugier freien Lauf gelassen und es wird gespielt oder geträumt. Der eigentliche Plot dreht sich jedoch um einen Vogel, den der Junge eines Tages auf seinem Nachhauseweg findet und beschützt. Er nimmt ihn also mit, um ihn zu versorgen und zu pflegen. Dabei merkt man im Laufe des Spiels, wie der Protagonist zunehmend Verantwortungsbewusstsein lernt. Doch er kann sich auch nicht von dem kleinen Federvieh trennen. So wird zum Beispiel ein Arzt aufgesucht, von dem das kleine Kind immer auf der Flucht ist, da dieser den Vogel entreißen möchte. Ein gewisser Spannungsbogen ist im Spiel dabei zwar vorhanden, allerdings missfällt mir dessen Verlauf. So ist die Spannung gerade zu Beginn des Spiels recht groß, flacht dann aber immer stärker ab, was wie schon erwähnt hauptsächlich durch die mangelnde Interaktion zu begründen ist. Dementsprechend fällt das Gameplay recht dünn aus. Wie auch schon im letzten Spiel des Autors wurde der Soundtrack wieder selbst komponiert und ist eine der klaren Stärken des Spiels. So werden sämtliche Szenen durch die Musik wunderbar untermalt und unterstreichen die Gefühle, die vermittelt werden sollen, perfekt. Auch die Hintergrundgeräusche tragen zur Gesamtatmosphäre tadellos bei und erschaffen damit, zusammen mit den schön gestalteten Maps, sehr denkwürdige Sequenzen. Wer mit der Erwartung an das Spiel herangeht, ein ebenbürtiges Spiel zu To the Moon spielen zu können, sollte allerdings direkt vorsichtig sein und seine Erwartungen etwas zurückschrauben. Zwar ist A Bird Story sicherlich kein schlechtes Spiel, es bleibt vergleichsweise aber dennoch recht dünn, zudem wohl eine ganz andere Intention hinter dem Spiel steckt. Es ist weniger massenkompatibel wie To the Moon. Wer jedoch eine völlig neue Spielerfahrung sammeln möchte, kann bedingungslos zugreifen. Der Preis ist allerdings gemessen an einer Stunde Spielzeit selbst bei 5 Euro ein wenig grenzwertig. Der grandiose Soundtrack gehört allerdings mit dazu und entschädigt für das kurzweilige Vergnügen recht gut. Schlussendlich sollte man auch bedenken, dass der Protagonist dieses Titels der Patient im nächsten To the Moon Ableger sein soll. So ist es recht wahrscheinlich, dass der Bezug zu diesem Spiel im nächsten Titel von Kangao noch sehr wichtig sein wird. Das Spiel ist übrigens direkt multilingual und kann in 11 Sprachen gespielt werden. Bis zum 14. November ist der Bird Story zudem noch auf 3,64 € reduziert.